Herzlich willkommen bei mir, dem Thorsten Akatoto beim Clan True Warriors. Ja, zweiter kleiner Teil unseres kleinen 15er CKs hier, der allerdings auch gleich wieder in so einem kleinen Dilemma ausgeartet ist. Wir gehen einfach mal rein und der Krieg ist vorbei. Wir haben 36-40 verloren. Woran lag das? Ganz einfach, wir haben es versäumt, diesmal 10er zu 3ern, muss man ehrlicherweise dazu sagen. Ihr hattet das, wer genau hingeguckt hat, am Ende des ersten Videos, der hat gesehen, dass hier bei uns schon 10er gedreiert wurden. Und das haben wir an der Stelle nicht geschafft, denn der Armen, der Fifo, der Swash und der Jere sind jeweils 10er, wo 3 Sterne bei uns kassiert wurden. Das haben wir an der Stelle diesmal nicht wegmachen können. Wir haben hier oben im 11er-Bereich solide angegriffen. Da gibt es überhaupt nichts zu meckern, aber haben hier halt etliches an 10er offen gelassen, außer der 6er. Den gucken wir uns auch gleich an. Und eigentlich ist das der einzige Kampf, den ich hier zeigen kann von der Folge, denn im Thumbnail stand ja drin RH10, RH11. Aber es gibt tatsächlich ja nur einen, der überhaupt ein bisschen mehr gerissen hat. Denn wir haben eigentlich hier nur noch bis hier oben hin 9er gehabt. Die haben wir letztendlich ja schon gesehen und können aber trotzdem mal den letzten 9er, den hatte ich ja angesprochen, der 12er, der in jedem Fall noch fällt, uns einmal angucken. Ich bin an dieser Base hier, den habe ich nicht gemacht, glaube ich. Ich bin da nicht dran gescheitert. Den habe ich gemacht. Den habe ich im Packerwalk gemacht und bin hier ja nicht kläglich dran gescheitert, aber weiß nicht, so 86-88% oder so. Zwar eine knappe Sache, aber letztendlich fehlte halt das Quäntchen Glück am Ende. Der Mario bzw. Yannick macht das hier viel, viel besser und kommt hier richtig weit alleine schon mit seiner Queen in die Base rein. Die packt sich jetzt auch das Rathaus und dann noch die zweite La. Und als die weg war, schickt er hier die Hunde relativ tief in die Base rein. Das heißt, dass sie einen langen Weg auf die Las haben, dass die Loons da schön hinterherfliegen. Und jetzt hat er zwar keinen Hund mehr, aber noch eine ganze Masse an Loons und da nur noch punktualer Schaden da ist, bis auf den einen Magierturm da. Das packt der eine. Ein Loon, ein Magierturm auf Max-Level RH9. Reicht also, ist ja vielleicht auch mal immer wieder ganz interessant zu wissen, aber wenn man es noch nie getestet hat, also ich habe es schon mal getestet, einfach mal einen Loon auf einen einzelstehenden Magierturm fliegen lassen und dann weiß man, schafft er das oder schafft er das nicht. Und so haben wir hier oben es einfach versäumt, noch Sterne nachzuholen. Wir haben hier nicht schlecht angegriffen, aber die Bases des Gegners waren auch sehr schwer. Auch das hatte ich im ersten Video schon gesagt, dass die alle eine Max-Def hier hatten, also wirklich vollen Ausbau. Außer vielleicht so wie bei diesem hier, die Helden und Mauern noch nicht, aber die Bases waren halt sehr, sehr schwer. Und da muss man sich auch nicht beschweren, dass man nur 2 Sterne holt. Das ist dann so. Und als RH9, der noch nicht so lange RH9 ist, mit noch RH9 Helden, also okay, die 32er Queen ist ja schon Richtung 10, nur 2 Sterne holt, dann kann man das erklären. Mit viel Glück holt man dann hier auch einen 3 Sterner oder man hat halt die ultra gute Taktik im Petto, was wir aber unter Umständen dann an der Stelle nicht haben. Da fehlt uns halt ein bisschen so die Reife. Und auch mir fehlt es da ja nach wie vor so ein bisschen an Reife. Auch wenn ich demnächst meine Helden Max habe, ist das längst kein Garant, dass ich hier die Zähne alle umklatsche. Das wird in keinsten Fall so sein. Da mache ich mir jetzt auch schon wieder ein bisschen Sorgen und Gedanken rum, dass es dann noch schlechter wird mit mir. Und das glaube ich jetzt nicht. Das wird schon. Aber hier sieht man, dass das die Bases wirklich stark und schwer waren. Der Fifo regelt das hier ganz gut, muss ich sagen. Die Taktik war jetzt in Ordnung, aber am Ende fehlen bei den 240 Truppen, da fehlen dann vielleicht 30, also 270 hätten sie hier gebracht. Und kommt hier jetzt aber gut noch in die Base mit den Valkyren rein.
die springen jetzt auch alle noch in die Mitte rein. Ja, eigentlich perfekt, nur lebt ein bisschen zu wenig am Rand hier. Jo. Und jetzt kommt natürlich Feuer von außen in die Mitte auf die restlichen Truppen. Da eiert noch ein King rum, an den haben die Walküren dann auch noch zu knabbern. Und so waren das hier eigentlich für unsere Zwecke solide 2 Sterne auf so eine Base hier, 8 auf 9. Das geht vollkommen in Ordnung. Und ja, nur hat es der Gegner an der Stelle ein bisschen besser gemacht. Und er räumt hier zwar noch ein bisschen mit Clean-up so ein paar Prozente rein, aber am Ende hat es halt nicht gereicht. Wir haben sogar prozentual relativ lange vorgelegt und auch vorne gelegen. Aber man konnte eigentlich mit jedem Gegnerangriff sehen, dass unser kleiner Vorsprung immer weiter schmolz. Und ja, da hat der Gegner das einfach viel, viel besser gemacht als wir. Und wir haben es einfach an der Stelle versäumt, die Dreier zu machen. Muss man ganz klar sagen. Das ist dann halt so. Und der Gegner hat an der Stelle auch gut angegriffen. Also coole Taktiken gehabt. Ich würde auch gleich oder zum Ende dieses Videos ganz gerne mal einen Angriff des Gegners zeigen, der mal außergewöhnlich war, den man nicht alle Tage sieht, so will ich es mal sagen. Und ich denke mal, das geht dann auch in Ordnung. Und dann sehen wir auch manchmal so ein bisschen so die Defizite in unseren Bases. Ich meine, Anti-3 Sterne ist zwar gut, ja, jeder hat von uns so eine Art Anti-3-Star-Base, aber ob die dann auch wirklich so aussehen müssen, wie sie denn aussehen, dass ich bezweifle das immer, dass das das ganz, ganz Tolle ist. Während wir hier eigentlich den einzigen Dreier im oberen Bereich sehen, nämlich von Hocke. Und ich hatte ja schon, den halte ich mal an, ich hatte ja im ersten Video gesagt, man schlägt den Gegner am besten mit seinen eigenen Waffen. Das ist die Kombi, oder in etwa so die Kombi, die der Gegner hier benutzt hat. Und wir gucken mal, wie der Hocke das hier umgesetzt hat. Ich denke mal, das ist eine ganz gute Kombi, gar keine Frage. Man muss sie natürlich spielen können und man muss auch, finde ich, so ein bisschen den Mut dazu haben, diese Kombi so zu spielen. Denn das ist nicht jedermanns Sache hier, die Hexen und die Bowler so in die Base zu schicken. Vielleicht hat sich die Base auch ganz gut dafür angeboten. Aber ich weiß, dass gerade so so ein Hocke so einer ist, der immer mal gerne des Gegners Waffen benutzt und auch sich die Angriffe zunutze macht, sie dann übt. Das hat er hier auch im Vorfeld mal gemacht, um mal zu gucken, oh, tolle Kombi, mal antesten, ob das was wird. Und sehen aber, dass das hier ja tatsächlich was wird. Ist natürlich ein gefundenes Fressen für so eine Horde von Hexen, Bowlern und vielen Riesen, die wir dann noch gesehen haben. Der Sigil Inferno hier unten am Ende. Denn wenn hier unten Multi steht, dann ist das schon viel, viel trickiger, hier an dem noch vorbeizukommen. Aber den schnappt sich jetzt hier die Queen. Und mit der Masse dieser Truppen ist dann auch hier leider unser einziger 3-Sterner auf diese Base hier noch im oberen Bereich reingekommen. Und mit 4-10ern mehr wäre das Ergebnis jetzt 40-40. Aber auch im letzten Video habe ich schon gesagt, hätte Fahrradkette, ist halt nicht so, kann man nichts dran machen. Und lass mal Kopf nicht hängen, ist jetzt unser zweiter CK, den wir am Stück verlieren. Und ja, da müssen wir zusehen, dass wir unser Block wieder grün kriegen. Wir waren ja eigentlich in einer guten Spur und wir wussten natürlich, dass das nicht ewig anhält. Ja, jeder weiß, wenn man mal einen guten Lauf hat, dass der Zeitpunkt irgendwann dann kommt, dann ist dieser Lauf vorbei, muss man ganz klar sagen. Und unser Lauf war halt schon im vorletzten CK unglücklicherweise vorbei. Jetzt endet es hier in dem kleinen 15er, wo man halt als RH9 auch nicht viel reißt, in einer Niederlage. Und das ist jetzt nicht ganz so schlimm. Was ich viel, viel schlimmer finde, ist, dass wenn bei uns dann die ersten Dreier fallen, also bei uns werden die ersten Bases gedreiert, dann muss ich mal an der Stelle sagen, finde ich es unmöglich. Und es ist immer dieselbe Scheiße, die dann kommt.
dass dann angefangen wird, Fragen zu stellen. Ja, also das ging mir so, da ging mir so die Hutschnur eigentlich hoch, dass dann gesagt wurde, ey, sag mal, wolltest du deine Base nicht umstellen? Ich weiß nicht. Nein, natürlich wollte ich meine Base nicht umstellen. Ich will immer 3 Sterne kassieren, weil meine Base so scheiße ist. Oder was erwartet man da als Antwort? Natürlich arbeitet hier jeder ein bisschen an den Bases, aber nicht jeder stellt hier im 2-Tages-Rhythmus seine Base um. Und der Fragende macht das auch nicht. Ja, vielleicht hat er Glück und wird an der Stelle nicht gedreiert, aber ich meine, wenn hier ein 10er oder ein 11er gedreiert wird, auch von wirklich guten Truppen und guten Angreifern, dann ist das einfach so. Das hat man dann einfach hinzunehmen und stellt nicht so eine blöde Frage wie, wolltest du deine Base nicht umstellen? Also das finde ich immer so unnötig. So eine Aussage, dann ist doch Schwachsinn. Ja, wer 3 kassiert, kassiert 3. Da macht man sich kurz mal Gedanken, das mache ich ja auch. Und modifiziert vielleicht kleinere Sachen in der Base, legt eine Bombe von A nach B und verrückt vielleicht ein Magierturm noch oder was auch immer. Also Kleinigkeiten bringen ja manchmal den Erfolg einer Base. Eine Base muss ja nicht von Anfang an, nur weil man dann 3 kassiert hat, scheiße sein. Ist doch so. Ja, die kann plötzlich gut werden, wenn man 2-3 Sachen umstellt, ein bisschen anders die Def verteilt und schon kann so ein Angriff ganz, ganz anders aussehen. Das Problem ist, man kann es hier bei Clash of Clans natürlich nicht so schnell umsetzen. Ich kann jetzt, auch wenn ich jetzt sage, pass mal auf, greif mal meine Base an und stell fest, oh, die ist nicht so gut, jetzt in so einem Freundschaftskampf und sagt, warte mal, ich stell mal eben um. Ja, da hat man natürlich 24 Stunden Wartezeit, bis man die Base dann wieder benutzen kann, also die umgestellte Base wieder benutzen kann. Und dann ist das natürlich ein langer Prozess, um mal wirklich auszutesten, wie gut ist eigentlich die Def meiner Base. Von daher, ich mache da überhaupt niemanden hier irgendwie einen Vorwurf oder mir wird das auch gar nicht einfallen zu sagen, sag mal, wolltest du deine Base nicht umstellen? Ja, das ging mir so ein bisschen auf den Zwirn und es ist auch immer irgendwo derselbe Scheiß und es sind auch vor allen Dingen immer dieselben Leute. Ihr könnt euch jetzt ruhig angesprochen fühlen. Es ist einfach so und lasst das doch einfach. Ja, lasst unsere Leute hier auch machen und wenn so einer wie Fifi hier 3 kassiert, dann ist das so. Der ist noch nicht so lange R10, da ist die Def noch längst nicht Max und ja, der kassiert einfach 3 und dem muss ich nicht sagen, wolltest du deine Base nicht umstellen. Weil den seine Base wird nicht halten gegen einen 11er oder gegen einen sehr, sehr guten 10er. Das ist einfach so. Was ich eigentlich noch machen wollte, ist der Angriff auf unseren Swash. Denn das sieht man nicht alle Tage hier, wie der Gegner angegriffen hat. Das war auch der allerletzte Kampf hier in dem CK. Hier waren schon 2 Sterne drauf. Und wenn ich das jetzt mal anhalte, hier auch hier wieder ein bisschen Analyse. Ja, ein Bowler reicht hier eigentlich tatsächlich, um das Rathaus zu kriegen. Ich weiß, ist eine Anti-3-Sterne-Base hier, angeblich. Aber ich finde, das nützt mir überhaupt nichts, wenn der Gegner schon mal 1 Stern kriegt mit einem einzigen Bowler, wenn der Bowler jetzt noch richtig marschieren würde. Also an der Stelle weiß ich nicht. Ob das dann wirklich so das Nonplusultra ist, wenn man von 3-Sterne-Bases hier spricht. Denn es ist zwar ganz schick, sein Rathaus draußen zu haben und richtig viel große Def in der Base zu haben, nur holt man hier, finde ich, im RH10-Bereich dann einfach zu einfach die 2 Sterne Minimum. Denn wenn du mal einen schlechteren Clan hast, dieser Clan, hier also unser Gegner-Clan, die Avenger 74 waren ja schon wirklich eine gute Truppe und wenn du denen, eine wirklich guten Truppe, sowas hier bietest, dann musst du dich nicht wundern, dass das ein 3-Stern wird. Wo der Gegner hier jetzt mit so einem kleinen Kill-Squad kommt, mit den Bowlern, mit den Helden und dann, man sieht das schon unten, hier 38 Hocks in die Runde schickt. Also da muss ich sagen, den Angriff fand ich richtig gut. Das sieht man auch in unseren Kriegen, in den High-End-Kriegen da, in diesen amerikanischen Ligen und wo überall sieht man solche Angriffe sicherlich häufiger. Aber in unseren Regionen, wo wir uns so aufhalten, da sieht man das nicht so oft und ja, diese Masse an Hocks hier, echt krass. Aber sie sind ja eigentlich auch dafür designt, 10er und 11er zu machen, also schon starke Def. Und nach dem letzten Update haben die ja nochmal mehr
Healpoints bekommen. Und wenn man hier 38 Stück reinschickt und 38 mal 50 mehr Healpoints, was die Defi runterballern muss, dann ist das schon richtig krass. Also kann man nicht anders sagen. Und ich fand diesen Angriff hier vom Gegner wirklich gut, auch wenn es 11 auf 10 ist. Das ist ja auch nicht immer ein 3-Stern. Siehe unsere Angriffe auf die 10er. Und das hat der Gegner hier richtig gut gemacht. Also wirklich Hut ab. Und wenn der Swash das hier vielleicht sieht, vielleicht überdenkt er seine Base nochmal. Da gibt es noch ein, zwei mehr bei uns im Clan, die das Rathaus so draußen haben. Der gute Angreifer macht hier 3 Sterne drauf. Da ist das Rathaus sogar ein Geschenk. Ich meine, ob das Rathaus hier beim guten 3-Sterne-Angriff jetzt draußen oder drin steht, ist egal. Aber wenn du mal eine Truppe hast, die nicht so gut ist und Schwierigkeiten hat, hier einen 10er überhaupt zu zweiern, dann ist das natürlich ein Geschenk für so einen Gegner, denn der macht ganz sicher hier 2 Sterne auf diese Base. Da kannst du hier dann als RH9 dann schon deine 2 Sterne machen und der RH10 kann dann andere Sachen machen, sich also woanders orientieren, um vielleicht 3 Sterne zu holen. Also das war hier schon wirklich ein super Angriff, fand ich. Und so hat der Gegner hier auch verdient gewonnen. Aber wir lassen uns davon nicht aufstocken. Die nächsten CKs kommen. Und jetzt haben wir halt diese Negativserie hingelegt. Ja, ist halt so. Kann man nichts machen. 2 Stück am Stück verloren. Who cares? Na, ist egal. Es geht weiter. Auch das Clash-Leben geht weiter. Leben geht sowieso weiter. Und ich werde heute in jedem Fall noch eine 2. Folge bringen. Da könnt ihr gespannt sein. Gibt sicherlich was Aktuelles dabei zu berichten. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann heute am späten Nachmittag wieder, wenn der Toto weiter clasht.